Hey Leute, ich bin's wieder, euer Doritos XP und ich spiele heute wieder mein drittes Rank diese Season. Und zwar wieder mit Tristana auf der Botlane. Und ja, ich beginne einfach mal jetzt so. Diesmal habe ich nicht nachgeschaut, wie viele Spiele die Gegner haben. Also mit den Champions, weil es macht mich bloß unnötig nervös. Auf jeden Fall. Ja, so. Wenn zum Beispiel sowas kommt wie der gegnerische ADC hat 20.000 Games oder so, also jetzt mal übertrieben im Sinne, dann macht das einen bloß nervös. Ja, ich muss, also das Gegnerteam ist richtig Late Game overpowered. Ja, also die Gegner haben Vayne mit Lulu auf der Botlane, Nasus auf der Top Lane, Yasuo in der Mitte und Rek'Sai im Jungle. Wir haben Xin Zhao auf der Top Lane, Kragis in der Mitte, mich und Heimerdinger auf der Bot Lane, also Heimerdinger Support und Y im Jungle. Auch ein nices Team, aber trotzdem, ich mal gegen den Vayne und gegen den Yasuo und gegen den Nasus. Wenn die im Late Game richtig, richtig, also wenn die einfach nur farmen können, dann ist schon, ja, schwer. Dann kann man schon seine Problemchen bekommen, sage ich mal. Aber ich glaube, das könnte richtig gut laufen, weil Tristana ist ja auch im Late Game und wieder den ersten Farm bekommen, ihr wisst. Ja, also ich bin auch ziemlich late game eigentlich geskillt mit meinen ganzen Items, wenn dann die Crits kommen. Na, oh, den Minion habe ich verpasst. Den nicht. Nice. Vielleicht habe ich wieder so ein richtig tolles Team erwischt diesmal. Ah, der Heimatdinger spielt richtig aggressiv, ist mir aufgefallen gerade. Aber der kann es, glaube ich, auch erlauben. Okay, da hat sie ein Schild bekommen. Da bekomme ich keinen Farm mehr. Die Brain hat 10. Ich habe 9, okay. Da wäre jetzt der große Minion, denke ich mal, besser gewesen, aber egal. Tut. Na gut, dann einfach mal wieder konzentrieren und den Heimerding einfach poken lassen, wenn er so unbedingt poken möchte. Boah. Das kann es echt nicht sein, oder? Am liebsten würde ich jetzt irgendwas machen, aber ne. Da rein jumpen Auto jetzt, dann haut mich einfach der Rek'Sai hoch, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt lieber farmen einfach. Ja, Rek'Sai, voll unauffällig, was du vorhast. Geh die Vayne jetzt wirklich Base, der hat einen 24er Farm. Oh Gott, nein. Okay, ihr müsst wissen, ich bin gerade ein bisschen unkonzentriert, aber das ist keine Entschuldigung dafür. Deswegen, ich gebe trotzdem mein Bestes, versuche mich jetzt zu konzentrieren. Ich komme gerade frisch von der Schule und ja, dachte, ja, jetzt muss ich zocken.
Bis jetzt läuft's aber auf den anderen Lens. Ja, soweit gut. Na okay, was heißt gut? Yasuo ist halt... Der ist einfach stark im Late Game, egal ob der jetzt gefeedet wurde oder nicht. Außer er kann ihn einfach nicht spielen. Und ein bisschen Skill brauchen Yasuo-Spieler auch natürlich. Was hat sich die Rain? Okay, der hat sich ein Vampire. Gut. Nice, unser... Schade. Schade, da hat er Stun nicht getroffen. Aber das Law. Egal, bringt ihm gar nichts. Na, die kann da nicht farmen, ganken, weil wir einfach... Ja, warum pushe ich eigentlich? Oh Leute, spielt niemals LOL, wenn ihr gerade frisch vom Sport kommt. Da seid ihr ein bisschen Brain AFK. Aber 37 und ich habe auch 37. Aber sie war schon Base. Deswegen können schwer werden. Egal, bis jetzt habe ich glaube ich jeden Farm trotzdem bekommen, oder? Also seitdem die wieder da ist, meine ich. Ja, bis. Ja, okay. Okay, Leute, ich habe nichts gesagt. Lauf doch. Jetzt geht's ab. Die haben mich gerade richtig zerfickt ein bisschen. Ach komm schon. Ja, 4 auf der Botlane, genau, da fährt die Rain jetzt 4 Farmen als ich, hat genauso 4 Kills und kann aber auf der Lane bleiben. Noch bitte, nein. Oh Gott, nein. Und da bekommt die Rain noch einen Kill. Klasse. Das macht es mir richtig leicht jetzt auf der Botlane. Zu 0 die Rain. Jetzt darf ich echt nur noch passiv spielen und mehr nicht. Immerhin, ich habe jetzt meine Ulti und sie ist aber auch schon Level 6, oder? Ja. Ach, das wird noch. Immer positiv denken. Immerhin, also dass die zwei auf der Botlane noch mal reingegangen sind, ist echt unnötig, aber wenn es jetzt noch klappt bei denen auf der Lane, dann kann es ja noch gut werden. Ja, noch mehr Schaden bitte. Okay, das ist blöd. Ach man, ich mache gerade lauter Fehler. Gar kein Problem.
habe Lifesteal, also ich kann auch auf der Lane bleiben. Die Rain hat schon wieder halbes Leben, okay. Also ihr seht, ich rede gerade nicht so viel, tut mir echt leid, aber ich muss mich einfach gerade mal konzentrieren als sonst. Dass ich sowohl meinen Farm nicht ganz weghau und verkack und gleichzeitig die Rain ein bisschen trade. Dass sie nicht zu ihrer vollständigen Macht kommt, sage ich mal. Nein, hätte ich Ulti und ja, das war klar mit dem Schild. Aber so blöd bin ich dann auch nicht. Ja, Heimerdinger, bitte lass mich fahren. Ja, die Space, das weiß man. Jetzt holen wir den Tower aber. Keiner kann uns aufhalten. Can't stop. Immerhin, ich habe ein bisschen bessere Farm, aber die Spiel hat 3-0 und das war echt unnötig, das hätte echt nicht sein müssen. Wenn wir jetzt natürlich Drake bekommen, das ist ja richtig nice, aber ich bezweifle zwar, so wie ich die ganze Zeit gegen die gespielt habe, sind die nicht dumm. Aber bis jetzt, also die Rain hat es noch nicht gemerkt, der Sue ist auch noch in der Mitte, Drake ist hat halbes Leben down. Ja, das wird unser Drake. Ist unser Drake. Da ist die Lulu Ulti auch draußen. Oh Gott. Na, die Craig ist Ulti ein bisschen blöd. Ach nein, nicht nochmal die Rain. Oh shit. Aber wir haben Track und ja, das ist auch das einzig Tolle da dran. Wir haben Track, die Rain spielt 4-0. Und Irki Lulu ist scheißegal. Ah, die Rain spielt 4-0. Ach man, komm schon. Oh mein Gott. Ja, jetzt könnten wir eigentlich pushen. Okay, jetzt kommt Rek'Sai. Und das Nasus. Nein, nein, nein. Als heißt die Royal Creedy, Mann. Was? Ja, der Tower ist jetzt auch down. Den haben wir nicht. Ne, der hat noch 603 Leben. Ja, okay, der stirbt. Ja, cool. Okay, okay. Immerhin, der Xin ist richtig gut. Oder 5-1, ja, das sieht man. Gut. Bei denen, Yasuo 4-3 und Rain 5-0. Also die Hardcarries, die haben richtig gute Stats. Jo. Yasuo farmt.
Und wir haben den Mitte Tower. Also wir haben den Bot Tower, den Mitte Tower, die haben den Mitte Tower, also die haben einen Tower. Wir haben zwei. Nice. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, jetzt alleine auf der Botlane zu bleiben, weil gegen die Rain werde ich wahrscheinlich keine Chance haben. Und ich glaube nicht, dass ich überhaupt eine Chance gerade. Okay, mit dem Heimerdinger kann sich's ändern, aber so allgemein ist es gerade richtig schwer zu überleben als kleiner Tristana. Aber ich weiß nicht, nochmal zu dem Update für Tristana, das bald, denke ich mal, kommen wird. Klar, einerseits, Tristana wird ja nicht mehr so oft gespielt oder war, beziehungsweise halt nur noch die, die sie auch mögen, beziehungsweise können und sowas. Sie ist zwar trotzdem noch ein starker AC, aber trotzdem. Deswegen, dann wird die vielleicht öfter gepickt und ja, wer weiß. Ja, jetzt ganz billig mit der Ulti weggeholt. Und auch noch den Tower. Das ist doch richtig schön. Wenn ich jetzt noch wegkomme. Oha, nice. Richtig nice. Jetzt habe ich nämlich auch meine KDU. Und ja. Was passiert? Ist der Xen? Ne, der ist nicht tot. Hä, wo sind die ganzen Gegner auf einmal? Die waren gerade eben überall und jetzt sind die irgendwie nirgends. Okay, also der Su, der will jetzt den Bot Tower. Greg is when he's a team. Der Fug ist ja Su, du. Ja, juckt mich nicht. Ich wollte bloß den Tower defen. Dann bekommt die nämlich kein Global Gold. Oh, die haben Drake. Das ist so richtig nice gemacht bei denen. Was? Was war das? Also der kommt, glaube ich, vom Marathon oder so. Also das ist so richtig heftig gerade. Es war Brainknife Carve Doom. Jetzt kommen die natürlich nach mit den Towern. Haben jetzt auch einen Drake. Okay, der Nasus ist nicht so gut mit dem Stacken. Deshalb, also das ist ein richtig schweres Spiel gerade. Aber ich weiß ja, dass die Lulu jetzt keine Ulti mehr hat. Das heißt, einen Tower werden die mich jetzt wahrscheinlich nicht mehr holen. Why, leg dich doch nicht immer an. Man kann auch freundlich gewinnen. Hab ich gehört.
Nicht kämpfen, bitte, Mann, bitte. Vor allem nicht ohne Xin, weil Xin ist unsere einzige... Oh Gott, nein. Okay, das ist so richtig dumm. Ja, geh doch drauf, Mann. Ja, okay, das war's. Ich glaube, ich werde sterben. Nein, ich hatte gerade meinen Sprung ready. Schade, Banane. Ich glaube, die haben einfach... Das ist halt richtig krass. Die haben wirklich Yasuo, Vayne, Nasus. Und die Lulu macht die einfach dann noch tankier, als sie ohnehin schon Sinn haben zu den Nasus oder den Rek'Sai und dann... Das ist einfach richtig krass. Zwei Minuten Drake wieder. Ich hoffe mal, die stehen nicht am Tor, dann kriegen wir den vielleicht so richtig freudig. Ich habe einen Assist. Nice. Und genau so muss es laufen. Jetzt haben wir einen Tower, ich habe einen Double. Spiel dann neutral, sage ich mal. Ich versuche jetzt einfach den Tower so weit weg zu holen, wie es geht. Beruhig dich. Oh shit. Okay. Ich glaube, das war jetzt nicht mein Fehler, sondern wirklich dem Xin sein. Ich gehe jetzt halt von der Base. Oh, in 20 Sekunden Strike ab. Nein, 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 shit. Statix. Einfach die den An das Angriffstempo 6, 5, 4, 3, 2. Ich habe gerade aus der Szene noch 4 gedrückt. Oh mein Gott. Naja, ich glaube, der Drake ist auch wieder weg. Haben die den? Ja. Schade, ich dachte, ich kann die noch retten dadurch.
Nein, man Fokus doch den scheiß Nasus. Okay. Ich weiß nicht, aber das ist einfach Dummheit, die Lulu zu fokussen, weil... Ach. Egal. Kann man jetzt eigentlich sehen, wie man möchte. Nope. Krasser Scheiß. Ja, ich bin irgendwie sprachlos in der Runde. Jetzt haben die auch noch einen Bot Tower gleich. Ist sogar ein Suizidversuch. Ja, die ist sehr selbstmordgefährdet. Leute, ich will es nicht sagen, aber sieht ziemlich aus wie ein Luz. Die wir jetzt nicht ernsthaft aber noch weiter pushen, oder? Ja, Xin, komm einfach nicht in die Base. Na also. Wir brauchen unbedingt den Xin. Die sind einfach bei zwei Seiten durch, Mann. Ist richtig heulig. Aber es ist auch ein Ansporn, das noch versuchen zu drehen. You got fucked. Okay. Also die Lulu ist richtig hart drauf gerade. Die denkt auch vor so Boss-Team. Gut, 10-3 Wayne. 12-8 Rek'Sai. Ah, alles klar. Nee, da springe ich nicht drüber. Okay, das war fail. Das war richtig fail. Ich glaube, jetzt haben wir verloren. Schade. Ha, ha, ha. Bait. Genau, wollte ich auch gerade sagen, also... Definitiv, nein. Ich bin jetzt schon gespannt, wo ich eingestuft werde. Wenn man Deutsch im Team hat, verliert man echt grundsätzlich. Grundsätzlich. Wieso? Na, das wird uns wahrscheinlich auch nichts bringen.
Dadurch haben wir jetzt auch nicht gewonnen, also. Ich glaube, das war jetzt gerade bloß ein bisschen Zeit gerettet, weil gleich kommt bestimmt die Whale mit ihrer Ulti und rusht einfach kurz durch. Lol, okay, die haben Baron. Oh ja, definitiv ja. Ich flash noch voll vor dem seine Füße. Dat flash, ha ha ha. Egal, man kann ja kein... Wäre ja ein bisschen unnormal, wenn man einfach jedes Spiel gewinnen würde, oder? Na gut, ich hoffe, ich nehme es hier nicht übel. Kann passieren. Wir wurden einfach so hart penetriert von dem Mann. Das ist auch normal. Ja, da kommt auch das Defeat. Und hiermit sage ich einfach mal ciao. Bis zum nächsten Mal, was ich hoffentlich gewinnen werde. Deswegen ciao Leute. Bye bye und so. Ja.